Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und es ist auch wirklich, wirklich mal so ein bisschen, es ist ja schon ein bisschen Herbst und ich wärme mich hier gerade so ein bisschen an so einer Tasse Kaffee. Jetzt kommen wieder die Kommentare, sagt der, der im T-Shirt vor der Kamera sitzt. Ja, stimmt natürlich auch, aber hier oben ist schön mollig und ihr habt es am Titel gesehen, mit euch die Liga. Ja, das macht richtig Bock, kann ich euch sagen. Denn wir haben ja, ich habe jetzt seit Mittwoch live gestreamt, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und heute streame ich auch nochmal am Sonntag. Ich muss so ein bisschen vorproduzieren, weil ich in der Woche halt ein bisschen weniger Zeit habe, aber das macht natürlich auch Laune. Macht mir auch Laune und ich hoffe, das macht euch auch Laune. Das heißt also, ihr plant mit mir meine Angriffe und ich führe sie dann mehr recht als schlecht durch. Ja, so ein bisschen mehr recht als schlecht, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unseren Spaß und zumindest muss ich sagen, profitiere ich so ein bisschen von euren Taktiken und auch von euren Gedanken. Manchmal ist das auch ein bisschen quer, das heißt also, da kommen wir uns mal kurz ins Gehege, so nach dem Motto, ah nee, das will ich nicht und ich will jetzt mit der Armee angreifen, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich fand aber die Ligatage ganz gut jetzt übers Wochenende, über den Feiertag. Was aber so ein bisschen auf der Strecke bleibt, muss ich sagen, ist das Fahren mit meinen anderen Accounts, auch hier mit dem Toto komme ich nicht so wirklich voran, was das Farm angeht. Nur hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen Glück. Wir haben ein bisschen Glück bei den Herausforderern. Ja, was heißt Glück? Wir hatten schon Glück. Ich weiß nicht, ob ihr es noch mitbekommen habt, wenn ihr die Livestreams nicht gesehen habt. Wir haben den dritten Clankrieg doch noch gewonnen. Man glaubt es nicht. 61-60 haben wir den doch noch gewonnen. Obwohl der Toto hier noch einen Einsterner hingelegt hatte. Warte mal, war das ein Einsterner? Ach nee, das waren zwei Sterne, der Avatar hier. Den hätte ich locker gedreiert mit meinen. Ihr hattet schon recht im Livestream. Aber wir haben hier echt gute Sterne geholt und der Gegner hat einfach nicht mehr angegriffen. Ich glaube, ich hätte fast gesagt, die jetzt immer noch offline sind, die sind auch immer noch offline. Manchmal kann man es ja beobachten, wer ist eigentlich online oder hat er schon mal geleert? Nee, der hat nicht geleert, der ist abgefarmt worden. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, Glück im Unglück und sieht auch ganz gut aus hier. Wir sind noch Vierter, Liga halten ist hier das Thema in jedem Fall und wir sind im aktuellen Clankrieg. Den werden wir wohl gewinnen, denke ich mal, gegen die Truppe hier, denn wir haben hier unten mal recht gleichständige Rathäuser, auch wenn der schief hier so ein bisschen sein Gegenüber, ja okay, ist schon wieder ein Zehner, ja mein Gott, ist schon wieder ein Zehner, aber der Rest kann hier ganz gut punkten und ja, da seht ihr das, also ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich, ich glaube wir werden hier, ich würde sagen so ein bisschen, also meine Prognose geht so ein bisschen Richtung, wir werden das denke ich mal schaukeln hier das Ding, wir werden Dritter oder Zweiter, Erster werden wir wohl nicht, aber ich denke Dritter, Zweiter ist in jedem Fall drin und dann würden mit dem zweiten Platz würden wir dann auch nach Kristall reinkommen. Kristall 1 meine ich, wir sind ja jetzt Kristall 2 und damit halten wir uns dann glaube ich mit Rathaus 9ern leider dann nicht mehr, muss man ganz klar so sagen. Wir haben jetzt immer 4 Stück dabei, die machen auch gut ihre Sterne, das war jetzt auch gerade krass vom Flutlicht, mal eben alle Drachen hier reinzuschicken. Wir halten uns im Moment noch ganz gut mit den 4 9ern unten, allerdings wird das dann bei Kristall 1, das weiß ich von den Best Clashern, wird das nicht mehr funktionieren mit Rathaus 9ern. Vielleicht noch so eins oder so, aber echt, das wird schon sehr, sehr wenig werden. Da muss ich die Leute hier woanders hinschicken, zumindest die Rathaus 9 sind. Im Moment ist der Clan übrigens voll. Ihr braucht keine Anfragen zu schicken, auch nicht über Instagram, über Facebook, über Twitter oder sonst wo. Kann ich in den Clan. Der Clan ist im Moment pickepacke voll. Und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen so, denn ich habe so ein bisschen nach der Liga hier vor, auch mal so ein 40er zu spielen, wieder mit der Community, beziehungsweise mit diesem kleinen Herausforderer hier, um da so ein bisschen richtig zu rocken. Einer hatte schon 50er vorgeschlagen, aber ich glaube, ein 50er kriegen wir nicht zusammen. Gerade nach der Liga haben dann einige wieder etwas mehr Medaillen, machen dann wieder den einen oder anderen Helden. Ich mache ja im Moment auch meine Helden hier, denn mit dem Toto nehme ich nicht an der Liga teil, sondern farme hier nur, beziehungsweise ich mache hier zurzeit einen Helden. Und ja, so Farm haben wir fast nicht gemacht. Wir haben fast nicht, überhaupt nicht gefarmt in den Streams. Wir haben echt nur hart Liga gespielt. Ab und zu habe ich auch mal so einen Angriff hier irgendwo gemacht, so wie jetzt, eben mal für einen Pass, ganz, ganz schnell. Und dann ist es das aber auch gewesen. Der eine oder andere wundert sich jetzt wahrscheinlich, was labert denn der Toto da eigentlich von Livestreams?
vermehrt auf Twitch. Ich war am Samstag natürlich auf YouTube wieder am Start für euch, aber das ist dann auch eher die nach wie vor so ein bisschen die Ausnahme. Es freut mich natürlich, dass ich auch auf YouTube dann, wenn ich denn streame, noch den einen oder anderen dazu gewinnen kann. Auch ein Mitglied. Ich hab mittlerweile 3 Mitglieder. Das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Für die Twitcher kann ich euch sagen, das nächste Emoji ist eingereicht bei Twitch TV. Dort sind wir schon über 40 Abonnenten im Moment. Sehr, sehr krass, muss ich echt sagen. Das ist Hammer-Support für mich jetzt als Twitch-Streamer auch. Und ist in jedem Fall eingereicht. Lasst euch überraschen, was da kommt. Es wird ganz, ich weiß nicht, ob es witzig wird, aber es war ein Vorschlag, der auch eingereicht wurde. Also live an der Stelle. Und das habe ich mal aufgeschnappt. Das machen wir da in jedem Fall so. Ich muss mit dem Toto hier ein bisschen ran. Ja, ihr seht das, meine Base hier ein. Bauarbeit habe ich nur frei. Meine Queen geht auf Level 10 endlich hoch. Und ich habe meine Luftabwehren jetzt, glaube ich, die habe ich jetzt alle maxed. Der erste Tesla geht da schon mal so ein bisschen. Der geht erst auf 6. Ich muss die anderen auch noch alle hochziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich eigentlich hochziehe. Eigentlich habe ich immer gesagt, die Bogenschützentürme müssen hoch hier. Denn die machen halt Feuer auf Boden- und Lufttruppen, genau wie die Magiertürme hier auch. Da habe ich versehentlich schon 2 gemacht. Deswegen würde ich eher jetzt die Bogenschützentürme hochziehen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir das gerne mal als Rathaus 9 in die Kommentare machen, was ihr da wirklich als allererstes hochzieht, wenn es um die Def geht. Mal abseits der X-Bögen, die mache ich nicht. Die mache ich nicht, das kann ich euch sagen. Denn die X-Bögen bringen einen, glaube ich, nach wie vor recht hoch ins Kriegsgewicht. Und das wollte ich eigentlich nicht, dass mein Gegner dann so ultra stark ist, nur weil ich dann schon 3 X-Bögen habe und habe hier so kleine Helden. Ich zieh die X-Bögen dann immer hoch, wenn meine Helden auf Level 15 sind. Ich glaube, das reicht, wenn sie dann auf 15 sind. Und na, der hat mir ein bisschen wenig Dunkles. Ich will da ein bisschen weiterkommen mit den dunklen A, Truppen und auch B, mit den Helden. Und die brauchen nochmal Dunkles. Da müssen wir uns hier den Pott ein bisschen vollfarmen. Ich bin auch nicht übrigens nicht in dem Event, was ich die Tage vorgestellt habe. Weil so ultra farm ich denn jetzt ja doch nicht. Jesus, was haben wir da denn eingefangen? Alter Falter, das ist ja mal krank. 3875 und so eine nicht so starke Base. Okay, wie können wir da vorgehen? Ich habe nur den King, ich habe ein paar Heiler, ich habe ein paar Hexen. Vermutlich noch aus dem alten Event und die Bohrer stehen alle so cool außen. Okay, außen und da das Lager. Da ist es natürlich jetzt nicht so schwer, denke ich mal, etwas rauszuholen. Wir gehen hier komplett in der Ecke mit unseren Hexen und mit den Heilern rein. Hier setzen wir mal... Oh, ich habe einen Mauer hier. Das ist natürlich krass. Schafft er da die Mauer? Ne, der schafft die. Das ist ja mal geil. Der schafft die Mauer da. Okay, mehr Riesen braucht das Land. Alles klar, wir hüpfen hier rein. Ich glaube, das ist echt eine coole Stelle da. Absolut in der Mitte. Und das ist mal eine komische Base. Okay, das ist mal eine komische Base. Da muss jetzt... Hier nehmen wir mal... Ich nehme jetzt doch mal mein Gift. Ich habe im Moment einen Frostzauber dabei. Das seht ihr. Das hat einfach den Hintergrund... Oh, fast wäre es mir nicht gelungen. Fast wäre es mir da nicht gelungen, das Ding da zu zünden. Ich kann meinen Drachen da jetzt noch nicht setzen. Okay, da müssen die jetzt durchgehen. Denn der wird abgeschossen, denke ich mal. Oder wo geht er hin? Ah, der geht nach da. Okay, da habe ich noch die Riesen, die nehme ich noch mal in Wut. Mal sehen, ob die... Ah, meine Hexen kriegen die ganze Zeit Dauerbeschuss da. Aber die Heiler reißen das da ganz gut. Und 2 Bogis noch. Ich setze mal einen da und einen hier. 300 Dunkles hat er noch. Das sitzt jetzt wahrscheinlich in der Clanburg. Die ist für mich im Moment so ein bisschen unerreichbar. Muss ich mal so sagen. Ah, ihr hört das, ihr hört den Ton nicht, okay. Ich habe erst jetzt gerade Sorge gehabt, denn ich habe den Ton ganz schön laut. Und ich habe gerade festgestellt, dass auf F9, das ist eigentlich meine Aufnahme-Start- und Stopp-Taste, ihr dort immer so eine kleine Einblendung, glaube ich, gesehen habt. Oder, nee, habe ich euch rausgeschnitten. Das ist wohl ein Tastenkürzel, was hier neu im Emulator ist, um die Lautstärke laut und leise zu stellen. Das switche ich jetzt gleich mal um.
Ist mir noch nicht aufgefallen, ist hier eine brandneue Version und die ist aber wirklich, wirklich gut. Sie ist sehr ressourcenschonend für die, die auch mal so ein bisschen aufnehmen hier mit OBS und dem Memo. Aber das Rathaus haben wir nicht gekriegt. Okay, aber die 300 seien ihm mal gegönnt, würde ich sagen. Was macht die Hexe da noch? Boom. Da ist noch so eine Minibombe. Okay, aber 74%. Das heißt, wir haben in jedem Fall den gesamten Bonus hier mit reingefahren. Ich halte mich auch mit dem hier, schlage ich mich ganz, ganz wacker. Ich habe hier übrigens, das ist ganz witzig, ich mache mit dem Kingwalk. Ich mache mit dem tatsächlichen Kingwalk, also kein Queen Charge mit Laloon Part, sondern ich mache das mit dem King. Das könnt ihr euch gleich angucken, wie das funktioniert. Das geht gar nicht mal so schlecht, geht aber auch nicht auf so High-End-Basis. Wir recken mal eben kurz durch und lassen uns hier noch ein paar Loons spenden, glaube ich. Ah, Loons Gift ist gut. Loons Gift und da mache ich einen kurzen Cut. Aber bevor ich den kurzen Cut mache, also wer bei mir Mitglied ist auf YouTube, sieht diese Folge hier immer etwas eher. Das heißt also, die drehe ich jetzt am Sonntag, die schneide ich am Sonntag, lade sie hoch. Und derjenige, der dann am Montag eigentlich um 12 Uhr die Folge schaut, kann sich dann schon vorher gucken. Denn auf dem Community-Tab veröffentliche ich dann immer die Videos, die ich vorab drehe, beziehungsweise die denn in der Zukunft kommen. Schon mal für die Kanalmitglieder auf Stufe 2 muss man, glaube ich, sein. Aber alle anderen haben natürlich die anderen Sachen. Sie können mit mir im Discord diskutieren, sie können die netten Emojis schmeißen, wenn ich denn mal die Livestreams auch auf YouTube mache, was ja jetzt nicht so ultra häufig ist. Aber lasst euch gesagt sein, im Oktober werden wir auch auf YouTube noch den einen oder anderen Livestream sehen, denn ich hatte ja gesagt, Events, wenn ich dann zu Events eingeladen werde, die ich streamen darf oder die ich mitspiele, werde ich auch auf YouTube live sein. Also da seid nach wie vor ganz gewiss, aber der Rest spielt sich halt so ein bisschen auf Twitch TV ab. Da hat sich eine nette Fangemeinde gebildet und da streame ich halt auch ein bisschen eher. Nicht, weil mir YouTube jetzt als Plattform nicht so zum Streamen gefällt. Twitch ist halt die Streamer-Plattform. YouTube ist halt für die Tagesvideos, das gibt es dann auf Twitch nicht, da gibt es ein paar Clips, da könnt ihr aber auch die Streams immer noch mal nachschauen. Also wer sich nicht sicher ist, was meint denn der Toto eigentlich immer mit Twitch, wieso ist denn der da immer, auch da kann man die Livestreams noch mal nachschauen. Da seht ihr so ein bisschen auch so am Chatverlauf, was eigentlich da so geht, wenn wir da only auf Twitch sind. Und das soll jetzt keine Werbung für Twitch oder so sein oder für den Kanal Toto Clash auf Twitch, sondern nur so ein bisschen als Information, denn manchmal weiß der ein oder andere nicht, was labert der da eigentlich, wie Twitch. Ich denke, Toto gibt es nur auf YouTube. Nein, Toto gibt es auch woanders, aber wir machen kurz einen Cut. Ich lasse den einen Helden eben mal recken und dann machen wir hier noch einen Farmangriff. Ach, wisst ihr was, ich überbrücke einfach die Bauzeit mit ein paar netten, oder überhaupt mit netten Clankriegsangriffen hier aus der Liga. Wir haben hier den Thomas gegen Titi Jules von Clan Les Predator. Das ist er im Moment aktuell unser Liga-Gegner hier. Und schauen wir mal, der Thomas ist immer unzufrieden. Thomas ist immer unzufrieden, wenn er nur 2 Sterne holt. Natürlich, jeder geht so ein bisschen, ich glaube, da seid ihr d'accord mit mir, hat immer so den 3-Sterne-Plan im Kopf. Aber es funktioniert halt nicht immer. Und wir sind jetzt hier bei den Herausforderern jetzt nicht so, wie habe ich das geschrieben, wir halten hier die Messlatte halt nicht so super hoch. Ja, also hier ist es nicht so, dass wir immer absolut down sind, wenn hier einer mal keine 3 Sterne holt, obwohl die Base nicht gut war und schwach war und die Def nicht gut war und man hätte eigentlich 3 holen müssen, so wie ich auch mit dem Avatar gestern Abend, am Samstagabend, wo ich eigentlich einen todsicheren Dreier hätte fahren können auf so eine schwache Base und habe auch nur 2 Sterne geholt. Also ich finde das nicht so schlimm. Wie gesagt, wir sind hier super casual eingestellt und hier gibt halt jeder das Beste, was er geben kann. Und deswegen finde ich eigentlich jetzt schon 62%, finde ich 2 Sterne eigentlich schon top. Die muss man auch erstmal holen, auch wenn er nicht so das Risiko eingegangen ist. Er hat das Rathaus halt zu Anfang mitgenommen, klar. Da gehst du, den Stern nimmst du erstmal mit und dann sind sie aber auch nochmal richtig viel Prozente geworden. Der Adler wird es halt nicht ganz, der Adler wird jetzt nicht down gehen, das heißt, er ballert jetzt weiter. Und auch das habt ihr bei mir in den Livestreams gesehen, wir haben auch Gegner, die haben wirklich Schrottbases, aber sie haben immer ein Rathaus auf 5 und sie haben den Adler auf 3. Und das schreckt dann schon so ein kleines bisschen ab, auch wenn der Rest der Def halt wirklich manchmal echte Grütze ist. Wie gesagt, müsst ihr auf Twitch, guckt euch einfach die Livestreams an oder halt auch am
Mittwoch wieder im Livestream. Vielleicht schaffen wir da noch ein bisschen Liga. Mal sehen, dann glaube ich, ist die Liga schon wieder vorbei. Ich weiß es gar nicht so genau, wie viele Tage die denn noch geht für uns hier. 1, 2, 3, wenn ich jetzt mal rechne. Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, vielleicht können wir das Ende noch miterleben. Mal sehen. Und ich mache aber hier weiter. Ich glaube, ich habe meinen King hier beisammen. Also alle sind beisammen hier. Ich habe jetzt nicht so die gute Armee am Start. Bisher habe ich da immer so kleine Neuner mitgemacht. Oder auch mal einen kleinen Achter. Aber meistens waren es kleinere Neuner. Ich hätte fast gesagt, so wie dieser hier. Die stehen auf Boden. Da ist ein Feger. Na, ihr habt es ja gehört. Ich mache einen Kingwalk. Ganz, ganz witzig, bin ich die Tage mal drauf gekommen, weil ich hatte diese Armee fertig und habe aber gar nicht drauf geachtet, dass ich ja gar nichts so habe, so an Queen. Und da habe ich irgendwie gedacht, ach komm, der King kann auch mal ein bisschen gehen. Der King kann auch mal ein bisschen was reißen. So schlecht ist er ja nun nicht. Und okay, oh, da kriegen meine Heiler schon Beschuss, aber der schafft das, der King da noch. Ja, der King schafft es da auch noch mal. Wunderbar. Ist mal ein bisschen eine komische Armee. Jetzt muss ich ihn allerdings doch schon zünden. Wir nehmen hier nochmal den anderen Wut mit rein und gehen jetzt mal über die Flanke hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einmal hier auf diese Luftabwehr und schicken hier jetzt hier hinten die restlichen Lufttruppen mit rein. Ich muss mal jetzt mal eben sehen. Ah, ich habe... Eieiei, da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen wenig Zauber. Kann das sein? Kann das sein, dass ich gerade ein bisschen wenig Zauber habe und auch ein bisschen wenig Clean-Up? An Clean-Up mangelt es mir ja immer, ne? An Clean-Up mangelt es mir ja immer. Aber mal gucken, ob die da nicht doch noch ein bisschen was reißen. Denn die Basis ist nicht ganz so stark. Ich kann jetzt nichts gegen den Feger da unten machen. Was natürlich sehr bitter ist. Hier brauche ich meinen einen Bogi gar nicht setzen. Dann nehme ich ihn lieber da. Noch ist alles zu machen hier. Auch der Feger, der fegt jetzt nicht wirklich gut weg. Eieiei. Da kommen ein paar Welpen noch. Das sind aber beide Lava-Hunde sind da hinten drauf. Das heißt, die Puppies kommen jetzt da gleich raus. Also die Lava-Welpen. Jetzt sind sie raus. Ah, die ersten zumindest. Aber die packen da die Luftabwehr nicht. Aber der eine, schafft er das da? Die eine Luftabwehr? Ja, jawohl. Der schafft die Luftabwehr da. Leute. Eieiei. Das ist auch schon wieder grenzwertig hier. Grenzwertig, was der Toto gerade vollbringt hier. Naja, aber es ist was. Hier unten spielt sich nichts ab, aber hier unten ist auch der Loot nicht mehr. Der Loot ist jetzt hier oben komplett in den Lagern, was ja jetzt nicht so schlecht ist. Und was aber sicherlich reicht das noch, 43 Sekunden. Oh, haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich schätze mal, die Welpen hier in der Mitte. Hier ist noch ein Bohrer und ein Lager, Leute. 40 Sekunden, die machen ja ganz gut Schaden, die gehen da. Hier sollte auf jeden Fall nichts mehr meiner Meute gefährlich werden können. 26 Sekunden. Ja, ich lasse das mal auslaufen. Also, ich muss so ein bisschen improvisieren hier. Macht das ruhig mal nach. Wenn ihr keine Queen habt, nehmt ruhig mal einen Kingwalk. Geht auch irgendwie. Kann man ja mal machen. Also, das war jetzt eher so ein bisschen mehr recht als schlecht, beziehungsweise aus der Not macht die Tugend. Denn ich hatte diese Armee am Start, habe nur dann irgendwann gemerkt, Mensch, Toto, hast ja gar keine Queen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Und den haben wir auf 0 gemacht vom Dunklen. Ah, nicht ganz. Schade, nicht ganz. Aber der Rest ist auch ganz nett, denn auch den Rest kann ich ganz gut gebrauchen. Und so haben wir hier schon ein bisschen wieder reingefarmt. Meine nächste Armee ist wieder diese hier. Okay. Und immer noch die 25 Minuten. Ich glaube, ich nehme das nochmal. Alter, ich habe natürlich auch drei von denen dabei. Und den Sprung. Aber was brauche ich eigentlich auch? Ich nehme hier nachher zwei Eilzauber mit, glaube ich. Und oder drei Eilzauber nehme ich mit. Drei Eilzauber, den Gift dann in der Clanburg. 25 Minuten ist meine dunkle Fabrik fertig. Dann geht das hier auf jeden Fall weiter. Und ich habe jetzt auch, glaube ich, alles. Ich konnte eben noch zwischendurch spenden. Also auch hier wieder Pass. Nett gespielt, solltet ihr auch in jedem Fall machen. 17 Stunden habe ich jetzt Zeit. Kann mich jetzt mal wieder ein bisschen im Nachtdorf begnügen, denn die 1000... Die sind schon ganz schön viel, finde ich. An okay, CK-Sterne hat der Toto jetzt S2 gemacht. Das kommt noch aus dem letzten CK, also dauert hier auch ein bisschen. Rewards brauche ich mir im Moment nicht holen. Ich habe einen Bauarbeiter frei, aber ich wollte eigentlich ganz gerne den Bob hier weiter beschäftigen. Wenn
die dann in 20 Stunden fertig ist. Und ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Also die Liga mit euch gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen, auch wenn ich ziemlich viel dabei live gestreamt habe. Aber ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm. Wenn ihr aber dieses Video ganz nett fandet, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da am Ende. Abonnieren, nicht vergessen, Glocke stellen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Auf Twitch followen, dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr. Und bis dahin. Ciao, ciao. Schönen Wochenanfang. Euer Toto. Bis dann.